Die Notwendigkeit des Denkens. Ein Text aus meinen Gedankensplittern. Denken ist für mich zur größten Notwendigkeit geworden. Gibt es Denken als Lebensinhalt, als den Inhalt des Lebens schlechthin? Denken erfordert Sensibilität. Ein neuer Gedanke muss mit Samthandschuhen angefasst werden. Er erfordert Mut, Herzschmerz und Überwindung. Denken heißt für mich Fortschritt, Entwicklung, Erfahrung. Es ist mein ganz persönlicher Versuch, mir dieses Leben selbst zu erschaffen, lebendig zu werden in diesem Haufen von Konventionen und unüberlegten Handlungen. Das ist die Aufwertung meines Selbst. Ich will nichts schaffen, was dem Auge sichtbar wäre. Ich will etwas schaffen, was der Seele sichtbar wird, was die menschliche Seele überhaupt sichtbar macht. Denken bedeutet für mich absolute Freiheit und Geborgenheit in mir. Denken ist auch das Durchbohren schmerzvoller Erfahrungen mit der Welt und den Beziehungen zu den Menschen. Die Welt und die Menschen sind laut geworden, zertrampeln oft die dünnen Grashalme, die gerade an der Oberfläche gewachsen sind. Mein Herz zertrampelt oft meine Vernunft, noch schlimmer, meinen Verstand. Umgekehrt geht es nicht. Der Verstand oder die Vernunft werden nie und nimmer das Herz eines Menschen zertrampeln. Denn Verstand ist etwas vollkommen Neutrales. Er hat es nicht auf die Menschen abgesehen, ist im höchsten Maße strahlend und produktiv. Denn er wirft ein Licht auf alles, was er berührt. Der Mensch, der sich seines Verstandes und seiner Vernunft bedient, würde nie einen zarten Grashalmen zertreten. Schon alleine deshalb nicht, weil das Setzen des Samens, das Wachsen, Arbeit erfordert hat. Was ist der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft? Der Verstand ist die Auffassungsgabe, die Denkfähigkeit. Die Vernunft ist die Einsicht. Wer ist destruktiv? Unsere Leidenschaften, unser Ringen nach Anerkennung und Annahme durch andere Menschen, unsere Voreingenommenheit, unsere Gewohnheiten, unsere Unüberlegtheit. Schrecklich, von einem anderen Menschen angenommen werden zu wollen. Schrecklich und tückisch, denn es gibt ein befriedigendes Gefühl, aber nur an der Oberfläche und nur ganz kurz. Es stärkt eher unsere Neigung zu Gier, von noch mehr Menschen angenommen werden zu wollen. Selbst- und Gottvertrauen sind eine Voraussetzung für die Liebe. Ich muss mir selbst vertrauen, irgendwann einmal, am besten durch das Vertrauen, das ich in die anderen Menschen setze. Verantwortung übernehmen ist auch eine Bedingung, die mich zum Vertrauen führt. Wofür braucht man Vertrauen? Damit das Herz voll wird und der Verstand zu arbeiten anfangen kann. So einfach ist das. So einfach ist das.